Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom DBB. Eine wohlgesinnte Runde des Live-Let's Plays oder auch so ähnlich. Mit mir, eurem herzgeliebten DoschLP. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich habe heute wieder Gewalt für eine Waffe. Ja, auf jeden Fall, willkommen zurück. Joa, was gibt's denn so Neues? Ich habe halt hier nochmal so ein bisschen... Die Drum ist komplett leer gelaufen, hat sich auch mit Wasser gefüllt. Da bin ich jetzt halt so ab und zu schon mal was am Nachfüllen. Durfte ich dann noch hier mit meiner Void Fluid Pipe einmal entleeren. Wollte aber nochmal irgendwie schöner aufbauen. Energiemäßig haben wir... Wow, wir haben einen Verlust von... Minus 1. Ja gut, ne? Ich glaube, das kann man verkraften. Ja, hier könnten wir aber mal neue Kartoffeln und Zucker reintun und hier das Gunpowder einmal neu auffrischen. Auch noch Redstone. Redstone haben wir. Hör auf zu stammeln, du Spaggo! Ist halt schon gut. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch irgendein Material. Kartoffelskis nehmen wir da wieder. Dann müssen wir eigentlich mal automatisieren. Und Sugar. So. Junge, ganz gerne irgendwie mal eine kleine Hühnerfarm irgendwie aufbauen, dass man so ein paar Eier mal auf Vorrat hat. Wer weiß, wofür man es brauchen kann. Ich meine, Eier kann man immer brauchen. Eier brauchen Eier! Eier! Mehr Eier! Ja. So, aber wenn man jetzt mal hier drüben einmal hingeht, ist das schon noch relativ leer hier, ne? Außer da oben, da hat man doch die ganzen Brettmühlen. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier endlich mal das hin, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue. Ich hab gerade so ein klein wenig. Freue ich mich wie so ein kleines Kind an Weihnachten. Denn heute geht es los mit der Kommelfabrik. Igneos Extruder. Ah, da kannst du alles verkackt. Igneos Extruder. So. Kann man jetzt eigentlich auch schon sofort den... Also das geht ja nur so. Ja, machen wir direkt den Reinforce. Und zwar hatte ich vorgehabt, dass wir 6 Stück bauen, aber auch dann auch schon sofort aufwerten. Halt mit den Augments, weil wie man sieht, da kannst du richtig fett mit Koppel machen. Gut, aber was brauchen wir? Wir brauchen Koppelgears. Jetzt muss ich überlegen, 4... Also 8 pro Maschine und 6 wollen wir. Das sind 48 Komma. So, das kann wieder zurück. Ich finde, jetzt brauchen wir noch mehr Kopper. Dann war der Xervus. Brauchen wir 16. Komm, wir nehmen das. Ja, die kann weg. Das brauchen wir nicht. Ich wollte das Eisen nehmen. Könnten auch schon wieder was Invar machen. Machen wir jetzt einfach mal sowas. So, also. 12 von denen. Einmal was Glas, das fürs Quarz können wir auch schon gleich rausholen. Boah, ich bin halt in richtig guter Stimmung. Ihr auch? Davon brauchen wir noch eins. So, das hatten wir. Pistons brauchen wir noch. Da brauchen wir... Davon. Davon. Und davon. Hoffen wir mal, dass das reicht. Ey. Wie die Faust aufs Auge. So muss das. Ah ne, ist aber nicht genug für die Servos. Aber zum Beispiel wieder was Ingwer. Oh, und da kommt doch schon direkt der neue Soundtrack, den ich rausgeholt habe. Ich habe gedacht, hier wäre unausgeleuchtet. Ich bin mal gespannt, wer von euch das erkennt. Also jetzt ist es noch relativ... Ja, jetzt sollte man es glaube ich noch nicht erkennen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aber ich glaube, später erkennt man es sofort. Ach, ich brauche noch Elektrum. Ah, jetzt sollte es langsam kommen. Gut, jetzt bin ich noch mal überlegen. Signale brauche ich auch noch. 2, 4, also 4 mal 4 auf 12, 6 und 9. Okay, weil 12 Gold und 12 Silber. Also heute wird eine richtig schöne Crafting-Runde. Elektrum-Ingot. So, das haben wir dann vielleicht auch schon fertig. Der geht aber echt gut voran, finde ich. Ich meine, wir sind mal bei 6 Minuten und haben schon gleich die Extruder fertig. Und wisst ihr, welches Spiel das jetzt ist? Also von welchem Spiel der Remix ist? Wenn nicht, schämt euch eigentlich. Ich finde, das ist ein richtig geiles Spiel. Ich bin auch ein bisschen retardet, ne? Ich bin gespannt, wie viele von sich ins Fäustchen gedacht haben. Ey, der macht wirklich nur einen. Nein, wir wollen ja direkt auch alle 6 haben. Warte, gut. Gut. Da. Okay, was brauchen wir jetzt für Signalum? Okay, Signalum war 3 Copper, 1 Silver und 10 Redstone. Die 4 können weg. So. Das Inver kann weg. Zinn kann weg. Ich muss schon wieder nachschauen. Drei Copper, ein Silber, okay. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir das mal kurz wieder zurück, weil mehr brauchen wir nicht. Und Silber ist hier. Okay, und das holen wir jetzt hier rein und warten einen kurzen Moment. So, ich glaube, wir können doch schon mal währenddessen die Augments machen. Da brauchen wir Gold, noch ein Panamatic Servo und Stone. Da kann ich ja auch schon wieder wegräumen. Oh. Okay, ich glaube, jetzt kann ich es mal auflösen, für die, die es nicht wissen. Ich finde es krass. Also, entweder den gibt es, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr es erkannt habt oder nicht. Das würde mich echt mal interessieren. Das ist ein Remix von Super Mario Galaxy. Oh, eins meiner Lieblingsspiele. Also ich liebe Super Mario einfach. Cleanstone brauche ich noch. Redstone. Ja, stehen da nochmal ein halbes Deck Iron mit. Ich glaube, Eisen kann man echt noch was gebrauchen. So, wir brauchen 6 insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Augment. Weil da geht dann noch was weiter. Das hier können wir erstmal auf eine Ahnenmaschine knüppeln, das auf eine Reinforced. Das hier könnten wir eigentlich auf eine Resonant machen. Würde ich aber später erst machen. Oder? Oh lol. Wir haben das erste Mal gar nicht gemacht. Ups. Ey, du vergönnst doch heute den kostbaren Cobblestone. Komm, dann machen wir das einfach nochmal so. 6. Dann haben wir jetzt wieder. Der Cobblestone kann zurück. Das Signalum dürfte jetzt auch bald durch sein. Ja, so gut wie. Da kann ich mal die ersten von machen. Ich bin jetzt echt so ein bisschen am Zögern,
Obwohl, das sollte eigentlich. Ja, das sollte ausreichen auf Reinforced. Wenn wir 6 von davon haben. Ups. Signalum hier. Ein Stück. Ah, sind die letzten fertig? Ah, das ist also fertig. Da kann man noch kurz abwarten. Ja, gut. Dann brauchen wir noch etwas, um die Sachen dann zu verkraften. Da habe ich mir auch schon was überlegt. Und zwar sollte man das ziemlich gut über einen Crafter machen können von Ender.io. Da habe ich aber gesehen, ah, der ist was teuer, ne? Da dachte ich mir, ja, jo, ne? Kannst du ja mal machen, muss man nicht. Habe ich überlegt, was gibt es noch? Auto-Workbench von Buildcraft. Ja, kannst du auch machen, aber Buildcraft ist nicht so wirklich mein Mod, bin ich ehrlich. Also ich mag. Ich mag es nicht, diese von Buildcraft, diese ganz dicken Pipes. Ich finde das Design von denen ist hässlich und Funktionalität kann man mal darüber zweifeln. Obwohl, Funktionalität kannst du eigentlich nicht so sagen. Zweifeln bin ich jetzt ja ehrlich. So. Du gibst das auch aus. Du hast ja auch Output. Du auch. Du hast aber hier oben. Du auch hier oben. So. Dann machen wir das einmal so, na, so, und so. Dann hier halt Augmentations, 1, 2. Die brauchen aber dann auch noch eine ordentliche Wasserversorgung. Was aber kein Problem sein sollte mit dem Reservoir daneben. Dann machen wir das doch mal so, dass hier unten Input ist. Bei denen hier oben. Gut, dann machen wir das einfach so. So. Ja, sehr schön. Ah, dann machen wir später mal ein paar Fassaden, dass das schöner aussieht. Gut. Was machen wir jetzt noch? Wir bräuchten einmal 6 Lava-Eimer. Aber was wir auch noch bräuchten, ist halt der Crafter. Oh, scheiße, wie heißt der nochmal? Ah ja, das ist der Cyclic Assembler. Der Cyclic Assembler, relativ günstig, also ist das jetzt keine Materialhure, da reicht auch die normale Version von, da müssen wir nicht irgendwie auf Resonant gehen. Alter. Nicht in meiner Butsche. Ja, ich kann jetzt nicht mehr anständig gegen die kämpfen, ich habe jetzt Fire Damage drauf bekommen. Ah ja, das ist eine gute Frage. Kann man hier die Sachen auch einmal irgendwie da, die Modifier einmal runternehmen? Weil das ärgert mich richtig, dass da jetzt Fury drauf ist, also der Feuerschaden. Habe ich eigentlich noch einen Modifier? Nö. Alter, 1,5 Attack Damage. Das zeigt der Gesamter Mann daran. Dann brauchen wir auch noch hier die Flut von Witz. Die sollten reichen. Hier haben wir noch ein Item von Witz. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt erstmal 3 von, oder? Ja, 3 sollten passen. Da bräuchten wir 3 Truhen. Eisen. Redstone, Gold,
und noch mehr Eisen. Da braucht man Eisen, Zinn, Gold und noch mehr Eisen. Alter, haben wir vor heute. Ah ja, wir haben Glas vergessen. Glasmäßig müsste ich mir auch noch mal überlegen. Hab ich keinen Koffer bekommen? Ah, jetzt. Sehr schön. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei. Nein, der. Das war zu viel. Machen wir das, was hier wieder rauskriegen. Eins, zwei, drei. Wobei, machen wir schon mal die fünf, dann haben wir zwei auf Vorrat. Dann hat 3. 1, 2, 3. Und dann jetzt einmal. Zack, zack. Und wir haben die Cyclic Assembler. So, jetzt können wir hier alles schön einmal vercablen. Full krass, ey. Full krass konkret vercablen. Dann nehmen wir wieder mal den Lieblingskabel von Ender.io. Dann passt das auch. Und dann sagen wir hier Extractor Out of Signal. Gut, dann lässt er sich einmal hier befüllen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Na gut. Lassen wir hier nochmal ganz eine Fackel hin. Und jetzt kommt hier das Lustige. Das wird hier rausgesaugt. Dann hier rein. Und dann müssen wir nämlich noch von hinten einmal hin. Weil wir auf die Teile brauchen ja auch Strom. Auch bekannt als RF. Nein. So, pack mal hier einmal das hin. Zu dem kommen wir gleich. Oder ich schätze auch schon mittlerweile in der nächsten Folge. Weil wir sind jetzt schon bei 18 Minuten und ich habe keine Lust noch großartig länger zu machen. Na? Kontakte verteilen, das war für die Karten. Ja genau, also das ist immer vor Ort. Das könnte wiederum knapp werden. Ja, aber das kriegen wir jetzt schon alles hin. Das schaffen wir schon. Und wenn nicht, dann muss dafür einer büßen. Höchstwahrscheinlich crazy. Aber das Schöne ist, ich nehme das der ganze im Vorlauf auf, also wird er das erst dann mitbekommen, wenn er zu spät ist. Da kann ich auch bestimmt wieder eins einsparen, wenn ich hier lang gehe. Ja, und dann sage. Er konnte sogar 3 einsparen. Ist ja geil. Ich schätze geil. So, von hier bekommst du und nach da gibst du aus. Hier das gleiche. Von hier bekommst du und nach da gibst du aus. Jetzt erwartet, von hier bekommst du und nach da gibst du aus.
Okay, da kann auch mein Handy mitreden. Schau mal, was wichtig ist. Ja, das ist so gerade richtig wichtig. Okay, da bin ich schon wieder. Hab ganz schnell geantwortet. Entschuldigt das bitte mal ganz, ganz kurz. Ja, hier die Dynamos sind jetzt gerade leer gelaufen, aber ich würde sagen, komm, ich glaube, da machen wir echt nochmal hier. So ein Deck davon kannst du mal pulverisieren. Dann lassen wir das einmal richtig voll laufen hier. Oh, das wird ja sogar teilweise noch verdoppelt. Das hatte ich ja voll vergessen, dass das der auch noch gibt. Ja, Cleanstone habe ich mittlerweile auch schon was von Erde. Ich war ordentlich schon mal Farm. Das Holz kann weg. Ja, und wie wir das dann ganze beschriften oder weiterlaufen lässt und befüllen und ob das alles funktioniert und, das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wenn die Folge euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr nicht anmerkt, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, hasta la vista, adieu, au revoir, etc. Und bis bald.